Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch mal ganz kurz, wie man unter Windows mehrere Minecraft-Installationen haben kann. Das Ganze ist eigentlich recht einfach. Also als erstes müssen wir mal so ein COM-Fenster, wie man es jetzt hier sehen kann, öffnen. Das geht ganz einfach, indem ihr zuerst Windows-Taste und dann R gleichzeitig drückt und dann in das Fenster, was hier aufgeht, an dieser Stelle einfach CMD eingibt und dann Enter drückt. Dann bekommt ihr ein solches Fenster hier heraus. So, ja, das müssen wir jetzt natürlich mit Befehlen füttern. Die Befehle werden etwa so ablaufen. Jetzt gibt es ein paar Befehle, die müssen wir nur einmalig eingeben. Und später, wenn wir diese Konsole dann wieder öffnen, müssen wir nur noch zwei Befehle eingeben. Also, als erstes solltet ihr euch Minecraft runterladen und auf euren Desktop legen, damit das Ganze hier nachher auch funktioniert. Die Befehle, die ich hier eingeben werde, werde ich kurz erklären und auch sämtliche Befehle unten in die Beschreibung reinpacken. Also als erstes müssen wir folgenden Befehl eingeben: CD in Anführungszeichen Prozent Windir Prozent ein Backslash und System 32. So, im nächsten Moment sehen wir jetzt schon hiermit, dass wir jetzt in C Windows System 32 sind. Der Befehl sieht folgendermaßen aus. CD steht für Change Directory, also zu Deutsch Ordner ändern. Und dieser Teil hinten sagt dem System, nach wo es springen soll. Windir ist in diesem Fall eine Variable, welche einen bestimmten Inhalt hat. In diesem Fall ist das jetzt C, Windows, ja. Und danach halt eben noch slash System32, damit wir auch im System32 landen. Für alle, die jetzt gerade damit nicht wissen, was Variablen sind, Variablen sind eigentlich nur dazu da, um Informationen zu speichern. Das können Zahlen sein, das können Buchstaben sein, das kann eigentlich so ziemlich alles sein. In dieser Comment Shell können es nur Zahlen und Buchstaben sein. Okay, als nächsten Befehl geben wir jetzt einen etwas längeren ein. Copy in Anführungszeichen, Prozentzeichen, User Profile, Prozentzeichen, Backslash, Desktop, Backslash, Minecraft.exe. Und noch einmal in Anführungszeichen Minecraft.exe. Dieser Befehl sieht so aus. Copy heißt einfach nur kopieren. Dieser Teil hier ist wiederum gegliedert in, wie man hier wieder durch die Prozentzeichen sehen kann, eine Variable namens User Profile. In dieser ist jetzt der Pfad zum aktuellen Benutzerprofil gespeichert. In dem Benutzerprofil liegt alles Mögliche drin, wie zum Beispiel der Desktop, Favoriten, und so weiter und so fort. Auch persönliche Einstellungen, soweit ich weiß. Und diese Pfade unterscheiden sich zwischen Windows XP und Windows Vista bzw. Windows 7 und deswegen benutze ich jetzt diese Umgebungsvariable. Dadurch bleibt halt eben auf jedem System dieser Befehl gleich. Und daher sollte man eigentlich auch die Minecraft.exe auf den Desktop legen, da diese nun von dem Desktop in diesen System 32 Ordner kopiert wird. Mit Enter schicken wir den Befehl ganz schnell wieder ab. Und nach einem kleinen Moment sehen wir auch schon direkt eine Datei kopiert. Falls jetzt hier aus irgendeinem Grund Zugriff verweigert stehen sollte, muss man die Comment Shell als Administrator starten. Normalerweise wird dies mit dieser Windows-R-Kombination getan. Unter Windows Vista funktioniert das leider nicht ganz so. Da müsste man dann auf dem Desktop einen Rechtsklick machen und dort dann eine neue Verknüpfung erstellen, deren Ziel einfach nur CMD ist. Und dann dort halt eben mit Rechtsklick als Administrator auswählen, starten. Dann müsste es an der Stelle auch hier mit funktionieren. So, nachdem das jetzt erledigt ist, müssen wir als nächstes unseren Ordner heraussuchen, in dem wir Minecraft jetzt installieren wollen. Ich wollte den jetzt gerne auf der Festplatte C im Ordner MC2 speichern. Also wechsle ich als erstes wieder auf die Festplatte C. Das mache ich einfach mit CD. C als Laufwerksbuchstaben. Doppelpunkt und Slash. Doppelpunkt gehört einfach nur noch zur Markierung mit des Laufwerksbuchstaben. Und Slash halt eben, ja, damit er weiß, direkt auf die C-Festplatte kein Unterverzeichnis. So, nachdem wir jetzt hier sind, muss ich gucken, ob mein Wunschordner schon existiert. Das mache ich jetzt ganz einfach mit dir. Und dann den Ordnernamen, den ich gerne hätte. In meinem Fall halt eben MC2. In eurem Fall, was weiß ich, wie ihr euren Ordner nennen wollt, müsst halt eben das dorthin schreiben. So, als nächstes sehe ich hier Datei nicht gefunden.
Was im Klartext heißt, dass mein Ordner nicht existiert. Um diesen jetzt anzulegen, kann ich das entweder über den ganz normalen Explorer machen oder halt eben auf die Schnelle hier über die Command Shell. Ich mache das Ganze jetzt über die Command Shell, geht schneller und ja, ist gerade für das Tutorial ein bisschen besser. Das mache ich mit dem Befehl mkdir und dann halt eben meinen Ordnernamen. So, mkdir steht einfach nur für Make Directory, was zu Deutsch erstelle ein Ordner heißen soll. Dieser erstellt halt eben einen Ordner, wie soll es auch sonst sein. So, als nächstes müssen wir natürlich wieder in diesen Ordner reingehen. Das machen wir ganz einfach mit cd und dann halt eben wieder den Ordnernamen und schon sind wir drin. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, müssen wir eigentlich nur noch Minecraft sagen, an dieser Stelle sollst du jetzt dich ablegen. Das machen wir mit set webdata gleich und dann Anführungszeichen Prozent CD Prozent Anführungszeichen. So, damit wird der ganzen Geschichte jetzt gesagt, set appdata heißt einfach nur die Umgebungsvariable oder die Variable appdata soll jetzt auf CD gesetzt werden. Dieses CD hier steht im Moment für Current Directory, also zu Deutsch aktuelles Verzeichnis. So, schicken wir das Ganze jetzt einfach einmal ab. Man sieht, es gab keine Rückmeldung, aber das ist auch ganz normal bei dieser Geschichte. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, müssen wir nur noch Minecraft starten. Da wir Minecraft jetzt im zweiten Schritt schon in den System32-Ordner hier mit kopiert haben, lässt sich Minecraft von überall aus starten durch die Command Shell. Also, Minecraft, bitte richtig tippen. Zack. So, jetzt startet hier Minecraft. Hier müsst ihr euch einfach nur ganz normal einmal einloggen. Oh. Okay, na gut. Einen kleinen Fehler habe ich gemacht. Also falls das hier kommt, the working directory could not be created, haben wir einen ganz kleinen Fehler gemacht. Und zwar, bei setAppData dürfen wir keine Prozentzeichen benutzen. War jetzt mein Fehler. So, also im Klartext heißt dann setAppData gleich und dann einfach nur Prozentzeichen, CD Prozentzeichen, nicht hier mit Anführungsstrichen. So, also starten wir wieder Minecraft. So, wieder einmal einloggen. Und dann wird es auch schon heruntergeladen. Na gut, das zeige ich jetzt nicht groß, weil das dürfte bei mir wahrscheinlich ein wenig dauern, da ich nur DSL 1000 habe. Von daher. So, das Ganze hier funktioniert jetzt nur so lange, wie dieses Fenster offen ist. Und das funktioniert auch nur so lange, funktioniert auch nur dann, wenn ihr wirklich durch dieses Fenster hier Minecraft startet. Falls ihr jetzt euren Rechner neu startet oder sonst irgendetwas, wird dieses Fenster ja geschlossen. So, dann müsst ihr einfach nur eine neue Zeile aufrufen. So. Da ist sie auch schon. Und wenn ich jetzt über diese Minecraft starte, würde ich in meinem ganz normalen Verzeichnis herauskommen. Also, Minecraft. Ich weiß es gerade nicht. Ah doch, da ist es schon. Na gut, bei mir sieht man jetzt hier nichts, weil im normalen Verzeichnis bei mir nichts liegen tut von Minecraft. Also, das gibt es in dem Verzeichnis bei mir gar nicht. Um Minecraft jetzt wieder dorthin setzen zu können, wo ihr es vorher installiert habt, also von dort aus starten könnt, müsst ihr ganz einfach wieder in euren Ordner wechseln, indem ihr das Ganze habt. Also bei mir jetzt cmc2, das gebe ich jetzt mal gerade in einem Stück ein, da ich schon weiß, dass dieser Ordner ja existiert. Als Ändere wäre auch ein bisschen blöd. So, nachdem wir dann eben wieder in diesem Ordner drin sind, geben wir hier jetzt ganz einfach wieder Minecraft ein. So, und loggen uns wieder einmal ein. Ups, dann halt Stopp. Natürlich zuerst in das Verzeichnis gehen und dann AppData wieder auf dieses Verzeichnis setzen. Das ist natürlich der Hauptteil, dass man einfach AppData auf dieses Verzeichnis setzt. Da Minecraft Fragen tut, wo liegt denn jetzt AppData?
Und ja, normalerweise ist AppData auf einem bestimmten Pfad festgelegt. Soweit ich weiß, C, dann halt eben das Benutzerprofil, also C, Users, euer Benutzername, dann AppData und dann Roaming unter Windows 7. Unter XP wäre es C, Dokumente, Einstellung, euer Benutzername und dann einfach nur AppData. Ja, natürlich müsst ihr dieses Verzeichnis jetzt einmal umsetzen, damit, falls Minecraft Windows fragt, wo liegt denn jetzt AppData, damit Windows antworten kann, ja, es liegt hier, C, MC2. Also, gemacht. Minecraft wieder starten. So, sieht auch schon viel besser aus. Also, anschmeißen. Und schon sieht man, es startet. Man kann hier schön sehen, ist eine Installation ohne irgendetwas. Und wenn ich jetzt hier auf Texture Packs und Open Texture Pack Folder gehe, dauert das ein paar Jahre. Aber irgendwann schafft das auch mal. Sieht man auch direkt, dass ich hier auf C, MC2, ist unser Ordner, Punkt Minecraft ist das Unterverzeichnis, das automatisch von Minecraft erstellt wurde. Also das kann man mit dieser Methode nicht umändern. Und dann halt eben slash Texture Picks rauskommen. Wie man hier sehen kann, ist das Ganze jetzt hier drin. So, ja, das war es eigentlich auch schon. Also wie man sehen kann, ist es in der Theorie sehr einfach und auch eigentlich innerhalb von 2-3 Minuten umzusetzen. Ja, und für alle, die trotzdem zu faul sind, ich will auf die ganze Command Shell und auch Batch-Dateien später noch einmal in einem anderen Video richtig eingehen. Batch-Dateien sind halt eben Dateien, die man startet und die das hier halt eben automatisch machen. Die schreiben dann zum Beispiel nur rein cd slash Minecraft cdc mc2 und so weiter. Nur diese Befehle gibt man dort halt eben ein. Und diese führt dann diese Datei nacheinander aus. Ja. Und für alle, denen das Ganze immer noch zu viel Arbeit ist, die können ja mal gucken. Ich habe vor einiger Zeit schon ein Video hochgeladen, Minecraft Portable Edition. Dort in der Beschreibung findet man auch einen Link zu einem Programm, das so etwas machen kann. Indem man halt eben ja zuerst eingeben muss, wo liegt Minecraft oder wo das hier installiert werden und dann später jetzt das Ganze wieder abrufen kann. Der Link dazu, also der Download-Link, ist in der Beschreibung von diesem Video. Und im Moment arbeite ich an der Version 2 von diesem Tool, wie man hier sehen kann, auch mit grafischer Ausgabe und Eingabe, die halt eben ein paar mehr Optionen hat. Also von daher wird noch alles kommen, wenn es fertig ist. Kann aber noch ein bisschen dauern, da der Programmcode noch ziemlich stark am Anfang steht, da dieses Vorhaben erst seit wenigen Stunden besteht. Also, damit melde ich mich dann mal hier ab. Bei Fragen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann wünsche ich allen noch viel Spaß damit und einen schönen Abend oder einen Mittag oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht.